Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit Arezo. Ich bin Arezo und heute raiden wir mal ein paar Tombs. Wir haben hier direkt eins für die Story und ich erinnere mich noch, dass es draußen direkt eins gab. Mal sehen, ob wir das nachher noch wiederfinden. Falls wir überhaupt Zeit haben. Ich weiß ja nicht, wie lange dieses Grab brauchen wird. Liegt da ein Skelett? Ich glaube, da liegt ein Skelett. Oh Gott, hier bricht schon wieder alles zusammen. Da kommen wir zur Batcave. Dann gucken wir uns dieses Skelett doch mal an. Das da sieht menschlich aus. Das sieht aus, als wäre es was anderes als Mensch. Größer. Andererseits bin ich auch kein Knochenexperte. Das hier sieht nicht nach einem Grab aus. Barackenstadt. Okay. Das ist nicht richtig. Moment, Karte. Barackenstadt, ja, aber... Kaverneingang, kam ich daher? Moment, das da habe ich gefunden. Das, was als Schatzkarte hier markiert ist. Und ich dachte eigentlich... Okay, hier wäre ein Grab. Dann gehen wir zurück und machen einfach das optionale Grab. Ich habe angekündigt, wir plündern Gräber. Dann plündern wir auch Gräber. Ich meine, sie hat ja nicht viel anderes zu tun gerade. Und ihr geht's gesundheitlich ganz gut. Da habe ich mich kurz irritieren lassen, weil mein Wellensittich gechuppt hat. Fängt damit immer an, wenn ich sehr viel rede. Was ich in den Let's Plays eben mache. So, okay, wir sind wieder zurück am Anfang. Ach, verdammt, stimmt, hier geht's ja gar nicht. Okay, kein Problem. Gut, dann direkt wieder zurück. Ich werde schon irgendein Grab finden. Irgendwas wird sich plündern lassen. Na los, lauf, Lara. Lauf. Du kennst den Weg doch, kannst ein bisschen schneller laufen. Da oben ging es theoretisch hoch. Okay, wir sind in der Barackenstadt angekommen. Hier ginge es runter. Da haben wir eine Zielübung. Getroffen. Ich komme immer weiter weg von dem Grab, zu dem ich eigentlich wollte. Aua. Ich hoffe, es hat gespeichert, bevor ich da Nein. Na, lauf, lauf. Okay, dieses Mal hopsen wir ganz vorsichtig auf Seil rauf. Wartet auf mich, Fledermäuse. Wo fliegen die eigentlich hin? Fliegen die einfach am Tag raus? Da erschrecken sie doch, Leute. Jetzt hat es gespeichert. Ich glaube, es speichert nur beim ersten Mal, wenn man hier lang geht. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Hat sie gar nicht. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ach, das sind keine Zielübungen, das sind Pfosten. Ich dachte, die hätten da was raufgelegt, aber nee, das gehört einfach zur... Oh. Das ist ein Problem. Oh, das ist gar kein Problem. Wenn ich hoch genug hopsen kann. Und sehr schön. Ich sehe keine Gegner. Ich
zusätzlich hier sonst irgendwas? Nö. Dann kann ich ja auch weiterlaufen. Gut, das funktioniert tatsächlich. Wäre durchaus verständlich gewesen, wenn es nicht möglich ist, weil sie sich da nicht wirklich gut umgucken kann eigentlich. Da haben wir mehr Pfeile, sehr schön. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht wirklich aufgefüllt gewesen. So. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht, aber wir fahren los. Aktuelle Position, Transportgondel. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ganz geheim über den offenen Kanal. Ich meine, jeder von denen hat einen Funky-Tunky, ne? Jeder müsste in der Lage sein, das zu hören. Gut, wahrscheinlich vertrauen die sich einfach, dass sich niemand abhört. Andererseits sollten die sich nicht vertrauen. Die haben Geheimnisse voreinander. Okay, ich schätze, wir bleiben hier. Zählt das hier als Pfosten? Wahrscheinlich. Ja, okay. Gar kein Problem. Und ich wechsle mal wieder auf die richtigen Pfeile. Ich weiß nicht, wie ich von dort da... Verdammt, warum? Au. Das soll wohl ein Witz sein. Oh, sie hat verschiedene Sprüche dafür. Was jetzt? So. Man muss gar nicht so nach vorne springen. Man kann einfach an die richtige Position gehen und warten, bis das entsprechende Symbol da ist. Das Spiel ist immer so geradlinig. Ich finde, bei solchen Spielen sollten die Entwickler darauf achten, dass sie ein paar unterschiedliche Wege haben, dass man auch in die falsche Richtung laufen kann. Okay, hier muss ich tatsächlich springen. Und hopp. Haha. Ach, Gottchen. Hallo Leute. Oh. Falsche Waffe. Nicht getroffen. Das war absolut geplant. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Aua. Habe ich vorhin eventuell schon jemanden getroffen? Ah, ist einfach noch nicht mitbekommen, weil ich gegen den Helm geschossen habe. Daneben. Oh Gott. Oh, ich dachte, das explodiert. Aua. Verdammt, nicht getroffen. Aua. Verdammt, ich treff nicht. Verdammt, ich treff nicht. Verdammt, ich treff nicht.
Demnächst werde ich einen davon einsammeln müssen, um wieder Pfeile zu haben. Oh Gott. Au! Ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Okay. Wir haben die Chance, das wesentlich besser zu machen als eben. Fängt ja gut an. Fängt ja sehr gut an. So. Verdammt. Verdammt. Verdammt, ich dachte, der würde noch weiter fliegen. Aber. Verdammt. Es kommt mir immer ein bisschen unfair vor, wenn die abwechselnd schießen. Ich finde schön, dass die Pfeile hier durchfliegen. Aua. Doch. Oh, mir sind schon wieder die Pfeile ausgegangen. Oh Gott. Warum ist hier aus der Deckung gekommen? Okay, das hilft, denke ich. Oh Gott, das hilft nicht. Aua. Okay, das sind noch Rückenschäden. Es war ein Versehen. Okay, danke sehr. Der hat eben noch gesagt, wer meine Brüder tötet, muss sterben. Der tötet seine Brüder. So, gar kein Problem. Oh Gott. Der macht alles kaputt. Oh Gott. Und noch mehr Rückenschäden. Oh Gott. Okay, eine neue Mechanik. Die können von Seil zu Seil springen. Habe ich schon mal erwähnt, dass sie mehr Glück als Verstand hat? Aber. Da kam die Zeitlupe, das heißt, ich gehe davon aus, dass man da irgendwo hopsen soll. Vielleicht soll man hier schon hopsen. Ja, das klappt. Okay, ich habe mehrmals gedrückt und es hat nicht so ganz geklappt. Und hui. Okay, diesmal funktioniert es direkt. Endlich mal wieder ein Bad. Wurde Zeit, dass er wieder sauber wird. So langsam haben wir direkt die einzelnen Bäder hier nicht mehr abwaschen. Na los. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Wie kommst du denn darauf? Dafür gibt's keine Belege. Ja, 0 Pfeile, das ist wenig. Ich finde schön, dass sie dafür auch eine Animation haben extra. Also mit leerem Bogen im Prinzip. Achso, hier geht's weiter. Ha! Ich habe geguckt, wo ich hochklettern kann. Ich
Geschafft. Wo sind sie jetzt? Oh, das Lager der Überlebenden haben wir gefunden. Sehr schön. Und dort ist Zeug. Schmackzeug. Yay, Gewehrteile gefunden. Das freut mich ja. Ich hätte gerne Bogenteile. Das klappt trotzdem noch. Ich bin nicht sicher, was es mir bringt. Ich lasse es mal da drin, bis ich weiß, wozu ich das brauche. Aber ich kann ja mal nachgucken. Vielleicht braucht man das auf der anderen Seite des Bächleins für irgendwas. Nee, sieht nicht so aus. Ist hier irgendwie den Weg versperrt? Sieht auch nicht so aus. Kann ich das zertrümmern? Wahrscheinlich nicht. Oh, okay, ich kann schieben. Schieb, schieb, schieb. Okay, raus muss man es wahrscheinlich erst einmal ziehen. Ah. Okay, klappt so nicht. Gut, wie gesagt, wir kümmern uns später drum. Jetzt gehen wir erstmal zum Lager. Vielleicht benutzen wir die Schnellreise und erledigen das mit dem Grab doch noch schnell. Ich höre einen Motor. Sturmgewehr. Waffen modifizieren Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Ha! Ich wurde kürzlich korrigiert, dass angeblich das Maschinengewehr ein Sturmgewehr wäre. War es gar nicht. So. Axtexperte haben wir schon. Haben wir schon. Ausweichkill haben wir schon. Das braucht Rang 3. Dazu brauchen wir noch eine weitere Fähigkeit. Ausweichkillmeister. Damit bin ich noch tödlicher und kann nahezu jeden Feind ausschalten. Das ist doch schön. Bogenexperte braucht auch Rang 3. Gewichtheber, erhöhte Stärke, ermöglicht die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Ja, warum nicht? So. Kann ich ein paar mehr Pfeile mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den höchsten Fertigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Ihre Fähigkeiten sind zum Großteil passiv, bis auf das. Bis auf das Nahkampfzeugs. Deswegen ist das nicht so ganz beeindruckend. Die ist rot geworden. Sonst sehe ich keine wirklichen Unterschiede. Warum lässt sich das Ding gerade nicht drehen? Okay. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's einigermaßen. Dreh dich, du doofe Waffe. Sieht aus, als wäre sie einfach mehr hölzern als vorher. Naja, wird schon irgendwas bringen. Wie gesagt, beim Bogen hätte ich lieber Upgrades. Ich wollte schnelle Reise benutzen. Ich habe angekündigt, dass wir ein Grab plündern werden. Also plündern wir ein Grab. Wieso kann ich mich hier nicht hin und her bewegen? Okay, ich kann durchklicken. Wahrscheinlich ist das für Konsolen optimiert. Okay, Moment. Ich guck mal auf der normalen Karte. Da kann ich mich richtig bewegen. Herauszoomen, bitte. So, das hier war... Und das ist ein Tageslager. Das ist nicht so interessant. Das ist das Schnelllager... Barackenstadt heißt es. Okay. Dann teleportieren wir zur Barackenstadt.
Waldruinen, Bergtempel, Dorfplateau, Dorfausblick, Tunnel, Funkturm, Wrack, Katakomben, Jagdhütte, Lager der Überlebenden. Warum habe ich hier nicht die Barackenstadt? Achso, Moment mal. Ha! Da ist er. Ich musste rechts hingucken und nicht links. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dazu keine Animation gibt. Okay. Moment mal. Hier sind wir falsch. Und hier sind Leute. Das gefällt mir ja gar nicht. Moment. Was ist das? Das ist ein Dokument. Herauszoomen. Bergwald, ist es das? Ja, stimmt, da war das. Okay, ich muss zum Bergwald. Bergwald. Schnelle Reise. Und da hinten ist es. Feuern Sie Pfeile in Wände in der Nähe Ihrer Feinde, um diese abzulenken. Das mache ich viel zu selten. So. Da sind wir. Okay, wir gehen in die richtige Richtung, denke ich. Ist es da hinten drin? Ja. Hallo? Ich hoffe, dass ich nicht wieder so ewig brauche wie mit dem Windrätsel, sonst müssen wir in der Folge überziehen. Ah ja, da haben wir unser Tageslager. Optionales Grab, Heiligtum der Sturmwache. Hoppala, das ist nicht, was ich wollte. Und das dürfte es eigentlich nicht sein. Hoppala. Ah, vielleicht doch. E zum Anzünden. Oh Gott. Das war lauter als gedacht. Ach, da sind Pfeile. Ha. Ich dachte, das könnte es nicht sein, weil ich hier keine Pfeile gefunden habe und vor solchen Rätseln eigentlich immer Pfeile rumliegen, für den Fall, dass man keine mitgebracht hat. Oh Gott. Hat. So, schnell durch. Okay. Hier haben wir einen Haufen Lampen. Kann ich so eine Lampe damit anzünden? Und nochmal hoch. Hier sehe ich aber auch keinen weiteren Weg. Achso, doch. Ha, hier hoch. Au. Das tut weh. So, schnell, schnell, schnell. Hoch, hoch, hoch. Ja, okay, da kann man sich festkrallen. Oh Gott. Ich hätte das vorher anzünden müssen. Okay, nochmal nach unten. Oh Gott. Nach unten, sage ich, Lara. Und... Oh Gott. Die lasse ich doch gleich los. Ah ja, mit Shift. Das entdecke ich immer und immer wieder.
nicht mehr so viele Pfeile übrig. Wieder Pfeile rum irgendwo, um aufzufüllen. Nee. Oh, aber da ist auch schon. So, unser Ziel. Sehr schön. Die Gräber gehen doch recht schnell. Ja, Heiligtum der Sturmwache geplündert. Ich weiß, da steht gemeistert, aber... Was ist der große Unterschied? Und hopp. Das hat geklappt. Und schnell hier runter. Sehr gut. Und raus. Hier läuft sie schon wieder unnötig langsam. Ich meine, auf dem Hinweg, okay, man weiß nicht, was da so ist, aber auf dem Rückweg, sie kennt sich doch schon aus. Lauf ein bisschen, Lara. Wahrscheinlich ist es ganz klug, dass sie langsam läuft, aber ich bin ungeduldig. Okay. Einfach runter. Finden Sie zum Lager der Überlebenden. Haben wir ja schon geschafft. Wir müssen da nur noch hin teleportieren jetzt. Gleich demnächst. Gut, dann... Oh, da ist ein Pfeil. So, also ein Pfeillager. Wie viele haben wir jetzt? 6. Ist doch nicht schlecht. Liegen hier vielleicht noch welche rum? Irgendwo? Da hinten sind noch welche. Kann man hier noch was einsammeln? Dort liegen auf jeden Fall noch mehr Pfeile. Sehr schön. Okay. Ich bin besonders vorsichtig, damit mir nichts entgeht. Da haben wir noch Munition, aber die brauche ich wahrscheinlich nicht. Oh, doch. Ist für die Schrottflinte. Wahrscheinlich verbraucht man welche, auch wenn man keine dabei haben muss, wenn man in Videosequenzen schießt. So, ein paar Pfeile eingesammelt. Hier haben wir nichts. Okay. Dann gehe ich noch zum Lager, damit wir das speichern haben. Und dann, ja, beenden wir die Folge. Das klappt doch mit Lagern, ne? Ich meine, ich habe so schon gespeichert. Ja, okay. Das Speichersymbol erscheint da unten. Also, dann beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.